Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück. Ups. Zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Ich weiß gar nicht, bis wo wir. Ach ja, stimmt, hier haben wir noch ein. Ah, genau. So ein Rätsel. Stimmt, da war noch was. Wir bringen das Blatt jetzt erstmal nach hier hinten. Oh Gott, geh weg. Damit wir das schon mal hier stehen haben. Jetzt müssen wir erstmal diese Dinger hier irgendwie besiegen. Auf Eis. Mhm, alles klar. Uiuiui. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Dann haben wir eine Schatztruhe im Eis. Alles klar. Und da haben wir noch eine normale. Truhe, 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 Truhe. Huha. Hi. Aua. Oh Mann. Hatte gerade gehofft, ich kann dir ausweichen, aber es war nicht so. Okay. Erstmal alle Gegner besiegt, okay. Schön. So, was müssen wir machen? Din, din, din. Okay, ich glaube, wir müssen den nach da schieben. Diesen Eisblock nach dort. Dann den nach da. Dann können wir den hier. Ah. Noch einen weiter nach oben oder den anderen hätten wir auch nach unten schieben können. Jetzt einfach nur diese beiden auf den Schalter. Oder zum Schalter. Super. So, ich muss meinen Sound mal ein bisschen leiser drehen. Ich habe den eben nämlich laut gedreht, weil meine Mutter unbedingt staubsaugen musste. Meine Mutter. Meine Mutti. Mein Muttchen. Keine Ahnung, was ihr sagen würdet. Meine Mom. Deswegen habe ich den Sound ein wenig lauter gedreht. Damit ich die noch höre. Keine Herzchen, schade. Ich hab gerade auf Herzchen gehofft. Wir sind ein wenig low. Nicht unbedingt krass low, aber so ein bisschen sind wir schon low. So eine Fee wäre nice. Aber wir haben ja noch zwei Feen. Ist ja alles noch. Oh Gott, dunkel. Doki, wo bist du? Bist du noch da? Du bist auf meinem Kopf, du müsstest das spüren. Bei dieser Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht. Du hast keine Hände. Sei vorsichtig. Okay. Oh Gott, da ist eine Wand. Okay, zum Glück. Hallo? Gott, oh Gott. Endlich wieder hell. Herzchen. So, vielleicht dann die Gegner ja irgendwelche Herzchen oder so. Ah, Herzchen. Nice. Sehr schön. So, okay, ein. Oh Gott, nicht. Oh Gott. Okay, das haben wir. Ach komm! Ich will euch nur besiegen! Okay! Oh Gott! Anstrengung! Das war der Minibus? Das kann... Nee, oder? Okay. Aber gut, wir sind jetzt auf dieser Seite des Tempels. Und hier müssen wir jetzt halt unseren uns klonen. Und diesen Schalter zu zweit betätigen. Damit sich oben die eine Seite der Luke, sag ich mal, öffnet. Wo genau die im Wasser sein soll, kein Plan. Weil die müsste ja eigentlich oberhalb sein und da ist Wasser. Oh, Tageslicht. Wenn wir die andere Seite auch noch öffnen, können wir das Eis, das Element umschließt, schmelzen. Ja. Ja, kein Plan, wie das so. Ui, dein Ernst. Wie das so funktioniert. Aber ich akzeptiere das so. Geld. Geld brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber naja, okay, nehmen wir mit. Hier ist ein Fragment drin, oder? Ja, Fragment, ein blaues aber. Ich bräuchte grüne Fragmente. Das wäre schon cool. Gott, das war knapp. Okay, erstmal noch ein Fragment holen, okay. Oh Gott. Diesem Eis ist das gefährlich, Leute. Oh, Ah, I. Jetzt müssen wir. Nein, 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 nein. Oh. Ich hab den Ausgang verpasst. So, wir müssen hier links lang, nämlich, ne? Ja, genau, rechts sind Krüge. Wir müssen hier links lang. Und wo kommen wir hin? Hier. Ah. Sehr schön. So, hier müssen wir wahrscheinlich wieder einen Schlüssel auftauen. Oder? Nee. Okay. Ah, das war dieses Rätsel. Okay, ja, gut, klar. Wir müssen
jetzt erstmal diese Luke hier schließen. Das sieht man jetzt nicht, weil es war ja kein Tageslicht, ne? Dann müssen wir hier über die Luke spazieren und die Luke oben öffnen. Und dann nochmal runter und die Luke unten öffnen. Und schon geht das Tageslicht bis nach hier unten und schmilzt. Es schmilzt die Truhe. Es schmilzt. Das Tageslicht schmilzt die Truhe. Schmilzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, schmilzt. Klar, das heißt, es schmilzt. Nicht schmilzt. Ist nicht es. Wirf nicht werf. Bier nicht Alster. Ich finde den Spruch so gut, ey. So, wir sind jetzt beim eigentlichen Miniboss. Licht. Aber durch das Licht. Oh. Das kennen wir doch irgendwo her, ne? Bumm. Ein fetter Slimeblob. So. Den können wir nicht angreifen, während er elektrizisiert ist. Sag ich mal. Beziehungsweise Elektrizität um sich hat. Erst dann. Oh Gott, oh Gott. Wenn er nicht mehr. Ja, von Elektrizität umgeben ist. Und sonst ist das gleiche Prinzip. Und. Ja, wir müssen einfach nur raufhauen. Einfach nur raufhauen. Jetzt natürlich wieder warten, bis die Elektrizität nachgelassen hat. Dieses Wort, ey. Komm. Danke. Oh Gott. Okay. So. Zu welcher Seite kippst du? Hallo? Da, okay. Einmal müssen wir noch. Wie es aussieht. Ja, der Kampf ist ja eigentlich nicht schwer, ne? Aber dass man halt warten muss mit der Elektrizität, das ist echt. Zur Zeitverschwendung. Okay. Ich hatte gerade echt den Gedanken, soll ich raufhalten oder soll ich lieber aufhören und nochmal versuchen? Also nochmal woanders hingehen und den Staubsauger, sag ich mal, benutzen. Aber es hat funktioniert. So, wie ich wollte. Und hier sind wir, Leute. Beim Dungeon-Item. Lampe erhalten. Sehr praktisch. Einfach mit dem Knopf an- oder ausschalten. Und hier verbraucht diese Lampe keine Energie. Und wir können jetzt zack, Sachen schmelzen, indem wir sie einfach anhaben. Und, ja. Wir können sie halt auch anhaben die ganze Zeit und damit rumlaufen. Und das Schwert benutzen, ist ganz geil. Zack. Und wir müssen jetzt aber hier noch im Dungeon ein paar Sachen holen. Weil wir hier ein paar Truhen und so hatten, die wir nur hiermit holen können. Aua. Gott, oh Gott. Okay, die haben wir. Okay. Ach Mann. So. Oh. Anstrengung. So, konnten wir hier irgendwie, wenn wir alle Lampen anmachen, kriegen wir dann irgendwas? Nein, okay. Schade. Okay, Lampe anmachen. Ah, hier mussten wir sie sogar anmachen, okay. Bomben. Noch ein Bomben. Leute, wo kommst du denn her? Warst du eben auch schon da? Geh. Weg. Mann. So viele Gegner. So, schon mal die Lampe anmachen. Die spenden gar kein Licht, die Lampen, merke ich gerade. Hier unten haben wir noch eine Truhe. Dürfte aber auch nur Fragmente oder so drin sein. Ja. Ja, die meisten Truhen beinhalten halt einfach nur Fragmente oder Muscheln oder Geld. Die meisten Truhen in Dungeons haben keinen Schlüssel oder so in sich. Oh!
Hier können wir eine Bombe legen. Weiß gar nicht mehr, was dahinter war. Ah, ein Raum. War der nötig, der Raum? Könnte sein, dass wir hier einen Schlüssel kriegen, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ja, wir bekommen einen Schlüssel. Krass. Ich dachte, der war einfach nur irgendwas, ja, nicht Nötiges, sondern einfach nur irgendwas, was Stumpfes. Gott, wo kommst du denn her? Oh! Geh weg. Okay. Licht. Stein, geh weg. Wie auch immer das funktioniert, dass man eine Lampe antündet und ein Stein verschwindet einfach. Aber ich akzeptiere das so. Könnten wir vielleicht mal Herzchen finden? Komm schon. Das wäre echt, echt nett. Danke. Eins. Immerhin. Oh. Noch ein Fragment. Wir könnten grüne Fragmente mehr gebrauchen als die roten, Mensch. Leute. Aber der ganze... Oh Gott. Nee. Ich glaube, die mussten wir gar nicht besiegen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nein, musste ich nicht. Okay. Der ganze Weg hier ist dunkel. Wir müssen hier überall die Lampe benutzen. Das ist ein bisschen... Wow. Ein Herzchen. Ein einziges Herzchen. Okay. Oh, Licht. Und Geld. Okay, wie ging das denn nochmal? Wir mussten... den hier zweimal schieben erstmal. Versperrt zwar jetzt erstmal den Weg, aber das ist egal. Dann mussten wir hier den nach... Als ob. Den hier nach unten schieben. Dann vielleicht noch schnell den hier hinten nach unten schieben. Und jetzt den anderen wieder wegschieben, damit wir durch die Tür können. Alter. Minimal ein wenig in der Wand, ne? Ich bin der Meinung, man hatte länger Zeit. Okay, Ach genau. Hier konnte man sogar nur einen dieser Steine benutzen. So, und jetzt haben wir da zwei Abstand. Zwei Felder. Das heißt, wir müssen dieses Feld hier oben als Klon nehmen. Uiuiuiuiui. Und das hier unten. Und jetzt versuchen, möglichst normal hier lang zu kommen. Ohne irgendwie... Okay. Ohne in der Wand zu landen. Weil das Schlittern, das beeinträchtigt hier schon ganz schön stark. Das war knapp. Ach komm. Ach komm. Hör auf jetzt. Danke. Geh weg. Ich weiß nicht, wo er ist, aber okay. Weg. So, okay, müssen wir jetzt erstmal das hier unten zur Seite schieben. Können wir hier jetzt... Unsere Klone können übrigens angreifen, falls ihr das nicht erwähnt habt, ne? Die machen Damage. Okay, das war auch anstrengend. So. Okay, ich glaube, jetzt habe ich schon verkackt. Nein, okay. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die schneller ausgehen, die Fackeln. Aber okay. So. Das war knapp getaucht. Ach, komm. Das war knapp Damage bekommen. Okay, die ignoriere ich jetzt aber, oder? Ich bin nämlich der Meinung, die muss ich nicht besiegen. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Okay, erstmal die Krüge zerschlagen. Damit diese Kackdinger hier nichts mehr aufsammeln können. Okay. Ich dachte gerade, scheiße, muss ich so einen Krug nehmen, damit ich den auf den Schalter packe? Aber nein, muss ich nicht. Huh. Lampe. Okay.
Okay, zwei dieser Wiggler. Ich verbrenne jetzt. Ich will erstmal hier diese ganzen Spinnnetze verbrennen. Die. Ui! Stören mich nämlich doch schon ein bisschen. Okay, jetzt kommt er mir gerade zugute. Indem er einfach hier zu mir rennt. Der hier auch. Oh. Nein! Ah, er war gerade da. So. Okay, jetzt kann ich wieder Spinnnetze verbrennen. Bringt zwar nichts, aber. Wir können in der Zeit ja eh nichts machen. So. Aber den Boss packen wir, glaube ich, aber erst im nächsten Part, ey. So wie es gerade aussieht. Oh. Wir sind zwar, glaube ich, ich glaube, wir könnten gleich theoretisch den Boss machen, aber ich will ja noch den Dungeon komplettieren. Sag ich mal. Okay, kein Damage bekommen, sehr schön. Genau, und hier sind wir jetzt gleich beim Boss. Beziehungsweise hier beim letzten. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ja. Ich bin super gut im Erklären, wie man merkt. Beim letzten Schalter, um das Licht oben zu. Oder die Luke oben zu öffnen. Und das Element schmilzt. Oh. Wir müssen nur noch hin und das holen. Du hast es geschafft, Oki. Nun können wir das Element nehmen. Ah, oh, das war harte Arbeit. Nanu, irgendwas stimmt hier nicht. Ein eingefrorener Octorok, der natürlich auch auftaut. Scheiße. Und er saugt einfach eiskalt das Element ein und haut ab. Was ein gemeiner Boy. Was soll das denn? Dieses Kranken... was? Kragengespenst hat uns das Element weggeschnappt. Hey, steh hier nicht rum, Doki. Schnell, verfolge es. Ja, okay, mach ich gleich. Ich nehme ganz gerne die Karte einmal, genau. Wir haben... Das wäre der recht... Nee, da ist noch ein Raum links. Von der Truhe, also die Truhe unten links von uns. Okay, Moment. Moment, jetzt sind wir in dem falschen, ne? Jetzt sind wir in dem Gang. Wir müssen aber eins noch weiter runter. Ja. Es war ja eigentlich nur... Moment. Wenn wir hier bitte lang... Ach komm. Als ob ich da gerade Damage bekommen habe. So, ist das Blatt wieder hier oder ist es weg? Das ist wieder hier, okay. Das brauchen wir nämlich. Natürlich, glaub... Doch, brauchen wir. Glaube ich. Ich nehme es einfach mit. Wir holen jetzt noch die Truhen und danach können wir einfach, ich glaube, ein Portal nehmen und uns zum Boss wieder teleportieren. Nee, gar nicht, ne? Die Portale sind relativ weit weg, glaube ich. Na egal, wir kriegen das schon hin. Ich wusste es. Nein. Oh. Mann! Ich mag Gegner nicht, wenn ich auf so einer Seeblatt. Auf so einem Seeblatt bin. Das ist so ätzend. So ätzend. So, und hier dürften jetzt die Dings sein, ne? Ja. Okay, die beiden Truhen. Es gibt nur noch zwei Truhen, die wir holen müssen. Okay. Und die gehen ja schnell zu holen, schätze ich. Könnten auch eigentlich den Weg hier theoretisch zurückschwimmen und einfach wieder zum Anfang gehen. Ne, ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Ich glaube, ich brauche das Seeblatt doch nicht eigentlich, oder? Ich habe das Gefühl irgendwie nicht. So, erstmal ist da. Das holen wir gleich. Wir holen erstmal das erste. Die erste Truhe. So. Weiter. Und nochmal nach hier. Ja, hier brauchen wir das Seeblatt. Alles klar, doch, okay. Ich hatte gerade schon Angst. So. Was ist hier drin? Herzteile sind, glaube ich, in dem Spiel gar nicht in Truhen, oder? Oder selten. Oder so. In Dungeons auf jeden Fall nicht. Ah. Ich weiß gar nicht, ob ich das Seeblatt jetzt noch brauche. Oh Gott, geht... Okay, er geht weg. So. Was haben wir hier drin? Zaubermuscheln, okay. Das sind ja keine Zaubermuscheln, das sind ja mysteriöse Muscheln. Aber wir haben das jetzt hier fertig, Leute. Wir haben den Dungeon komplettiert. Müssen jetzt nur noch zum Anfang des Dungeons zurück.
und gleich den Boss machen. Oh Gott, also den Boss dann im nächsten Part, ne? So. Okay, hier ist noch dunkel. Keine Herzchen, schade. Aber ich bin der Meinung, wir sind gleich, ja, wenn wir hier wieder hochgehen, können wir hier erstmal das Portal nutzen. Das erspart uns, glaube ich, einen minimalen Weg, um ehrlich zu sein. Also eigentlich gar nicht wirklich Weg, aber naja, ist es so. Gut, hier dürften noch Herzchen drin sein, oder? Ja. Ja. Gut, Leute. Da müssen wir im nächsten Part rein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Na.